Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt's vegetarisch, Linse mit Gemüse. So saftig, so lecker, liebe Freunde. Ich empfehle euch es mal zu probieren. Und das Ganze dauert nicht mal 10 Minuten. So schnell geht das. Und ihr habt ein leckeres Abendbrot oder Mahlzeit zwischendurch oder sogar als Beilage zu dem Fleisch. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es gekocht habe. Schade, das gibt keine Geschmackkamera. Es geht total schnell und easy. Wir brauchen ein bisschen Gemüse, bisschen Linsen, rote Linsen, die welche nur knappe 10 Minuten werden gekocht, die brauchen wir. Und dann Gemüse. Ich habe eine Zwiebel genommen, in Würfel geschnitten, Möhre habe ich grob gerieben und hatte ich eine große Paprika, habe nur halbe genommen, in die Würfel geschnitten. So, dann brauchen wir eine Pfanne oder Topf. Es kommt darauf, wie viel wollt ihr zubereiten. Ich bereite ziemlich wenig, nur 2 Portionen. Brauchen wir Öl, wenn einer mag, kann Butter nehmen. Und für Flüssigkeit brauchen wir Wasser. Ich bevorzuge jetzt meine eigene, diese selbstgemachte trockene Brühe. Da gebe ich die dann. Da verwende ich die gerne überall. Dann habe ich auch gleich Geschmack und Kräuter, alles drin, werde schon in warmes Wasser habe ich jetzt reingemacht, das könnt ihr aufquellen und fangen wir es kurz anbraten. Wenn Öl schon heiß, dann geben wir dazu Zwiebel und werden wir nur kurz anrösten, bis das die Zwiebel nur seine Aroma lässt, dann reicht das schon. Jetzt geben wir Möhre dazu, werden wir die kurz ansalzen, dass es schnell Flüssigkeit gibt, dann wird das schneller auch gar. Und ich musste selber entscheiden, wie möchte gerne die Gemüse haben, ob das noch knackiger oder doch lanerweich. Ich mag, wenn das ein bisschen knackig ist. Jetzt kommt noch den Paprikawürfel dazu, anwürzen mit Pfeffer, Cayennepfeffer. Und mit Gemüsebrühe abloschen. Kurz umrühren und geben wir dann schon die Linsen dazu. Die Linsen unterrühren, probieren, vielleicht muss man nachwürzen. Es kann man aber auch später nachwürzen. Ich habe jetzt Salz drauf gemacht. Decken wir es zu und köcheln es nur ungefähr so 7-8 Minuten, nicht länger. Nach 8 Minuten schauen Sie, wie es aussieht. Die Flüssigkeit ist schon fast nicht mehr vorhanden. Die Linsen haben Sie sich alles reingezogen. Es sieht lecker aus, perfekt. Es kann man schon auch servieren. Und dann können wir schon probieren. Probiert ihr und schmeckt ihr ab nach Salz, Pfeffer oder vielleicht irgendwelche andere Kräuter mögt ihr. Durch das Gemüsebrühe, es ist immer so schön würzig und ich brauche jetzt gar nichts mehr nachwürzen. Ich kann schon jetzt gleich auf den Teller packen und genießen. So ein leckeres oder Abendbrot oder einfach Mahlzeit zwischendurch oder auch als Beilage. Passt alles. Das könnt ihr dann selber entscheiden, für was wird es das nehmen. Ich mag nicht, wenn die Linsen total auseinander wie breit fallen, dass sie leicht noch fester sind, dann schmeckt das mir am besten. Gebe noch ein bisschen Kräuter drauf. Ich habe gefrorene Kräuter. Das ist Petersilie. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Wirklich, das ist so ein leckeres Gericht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Bleibt gesund, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.